Das letzte Mal bei Alien. Nein, 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 nein. Verdammt, mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug. Mal ist er durchgekommen. Es muss einen Weg geben. Tschüss. Hey Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge von Alien Isolation. Wir sind jetzt mittlerweile bei... Boah, ich weiß es gar nicht. Sind wir jetzt nicht irgendwie weit über 20 auf jeden Fall? Ich habe jetzt gerade komplett das Gefühl dafür verloren. Warte, wo müssen wir weitergehen? Finden Sie Ricardo. Ach so, okay. Der hat sich also hier irgendwo unter so einem Ding versteckt. Nee, nicht eins weitergehen. Da, da ist er ja. Ridley. Alles klar? Marlows Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Jo, mach mir mal die Tür auf. Sagt er mir jetzt noch irgendwas? Ich muss sagen, der Ricardo ist einfach mal nicht so ein Quotenschwarzer. Also jetzt nicht rassistisch gemeint oder so natürlich, ne? Ich meine, das ist ja aber normal so. Oder das ist ja oft in Horrorfilmen so, dass die dann zuerst sterben. Aber die wollten sich wahrscheinlich von diesem Klischee lösen. Kommt jetzt ein Ladebildschirm? Nö, gut. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. Wum, 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 wum. How well do you know your long-haul Sex-Partner? Ich kenne ihn nicht, weil sowas habe ich nicht. Oder doch? Aber erstmal jetzt speichern, ne? Ich guck mal gerade. Das ruckelt jetzt bei mir gerade auf dem Monitor ein bisschen, aber... Nee, okay, in OBS scheint es nicht zu ruckeln. Warte mal. Das... Die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es noch. Okay, okay. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Nase juckt. Ich soll doch eh hier nach oben, ne? Ja, dann. I don't give a damn! Und ich renn weiter. Erstmal aufschweißern. Vollgepackt mit tollen Schweißer. Jochen Schweizer. So. Und Sesam, öffne dich. Ach so, ja klar, ich muss ja... Die Türen sind ja nicht so automatisch, wenn man die aufschweißen muss. Ui, oh, der sieht aber nicht so gut aus. Junge, du siehst nicht so gut aus. Ich glaube, du solltest mal zum Arzt. Und warum juckt meine Nase wieder so? Mann! Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Ach so, da. Was? Aha. Was ist das bitte für ein Ortungssystem? Hä? Eingabe mit Tasten bewegen, angleichen und Eingabe drücken zum Bestätigen. Nö. Ach, okay, so geht das. Das ist ja blöd, da muss ich Enter und so Pfeilrichtung, WASD drücken. Hä? War das jetzt richtig oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
Boah, wie viele Satellitenschüsseln da überall rumstehen. Die haben bestimmt einen astreinen Fernsehempfang hier. Ich meine, mit so Dingern, ey. Mein lieber Scholli. Ja, und jetzt? Ach so, mit dem nächsten Teil, okay. Ah, die Kamera ist so empfindlich. Okay. Ich hab sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Ach so, ich soll jetzt nach draußen gehen und die Schüssel ausrichten. So ist das. Haben die jetzt komplett geraucht, oder was? Wofür war das jetzt nötig? Die Torrents ist doch direkt hier in der Nähe. Hätte man nicht einfach aus dem Fenster gucken können und so? Ach so, da ist sie ja. Wie komme ich denn jetzt raus? Bitte was? Ich soll nach da links? Hätte ich jetzt oben rumgehen müssen? Das war doch nur so eine kleine Kammer, oder? Ja, so ein Quatsch. Wieso gehe ich denn wieder hoch? Was ist denn los mit mir? Was ist nur los mit mir? So, komm da durch. Mau da durch. Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Ach so. So ist das jetzt also. Der macht uns jetzt die ganzen Sachen auf. Kalaschnikow. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so extrem tragisch, dass ich mit OBS so viel... Before they breed, track and exterminate. Vermin cause diseases, don't let them spread. Our synthetics are built, not created. Seek them tomorrow together. Was für ein Bullshit. Erstmal speichern, weil speichern ist gut. Das haben wir jetzt schon so oft gelernt in diesem Spiel. Speichern, yes please. So, Kalaschnikow, bitte aufmachen. Okay, es ruckelt aber wieder nur auf meinem Hautmonitor, oder? Ja, gut. Komm, zieh an, guck dir das Ding nicht lange an, ey. Meine Güte. Kann man nur so verwöhnt sein, den gibt's nicht im Pink. Oh, jetzt sind wir so ultra slow, low. Ja, und jetzt? Also, okay. Was ist denn jetzt? Alter. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich meinen Flammenwerfer nicht benutzen? Haha, im Weltall. Was fliegen die eigentlich für... Also für... Ist da gerade irgendwas vorbeigesprungen? Ach nee, das war nur Müll. Alter, diese Papiere und so ein Zeug. Ey, wenn hier draußen jetzt Aliens kommen, ne? Alter, das ist so ein Himmelfahrtskommando hier. Was fliegt denn da vorbei? Ein Stück von der, Inisidora oder was? Ich dachte jetzt, das kracht da rein. Ich meine, diese ganze Raumstation hier wird eh zum Teufel gehen, also was soll's. Oh, die Sonne sieht so krass aus. Das blendet richtig, wenn man da reinguckt. Was ist denn da los? Komm, benutzen. Ich mag's aber gar nicht, hier so im Weltall rumzulaufen. Ich hasse diese Passagen richtig. Warum zittert das Licht da oben so? Ist ja voll eklig. Was für ein Terminal? Hä? Ist davon. Ist das ein Terminal? Ach so. Ach so ist das. Habe
Habe ich gerade gegen mein Mikro gehauen? Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Ja, jetzt muss ich hier. Natürlich muss ich weiterlaufen. Das reicht ja nicht schon, dass ich so gefühlte 100 Meter im Weltall rumlaufe. Wieso ist hier. Kann das Teil eigentlich außen Schwerkraft simulieren oder so? Was war das? War das was? Also ich hoffe, dass das nichts war. Aber, oh Mann, ich habe das Gefühl, hier kommt jetzt gleich wieder irgendwas. Ich kann nicht mal meine Lampe anmachen. Hallo? Was ist das denn für ein Bullshit? Geht jetzt hier bitte Licht an? Was ist das denn für ein geiles Ding? Ah, das sieht voll spacig aus. Und nu? Oh! Krasser Shit. Das sieht einfach so spacig aus hier. Alles, warte mal. Was? Ach so, jetzt habe ich hier dran. Halten und S. Ja gut, wenigstens muss ich da nicht wieder so 100.000 Mal draufdrücken. Ich werde jetzt einfach mal Just for Fun das hier nehmen, weil das ist bestimmt irgendeine random Reihenfolge, die ich jetzt random einfach richtig habe, oder? Nee, wahrscheinlich konnte man die einsetzen, wie man will. Und jetzt hier. Beides halten und S. Bschirm! Hat das Ding jetzt auch die Codes eingenommen? Ich muss sagen, aber dafür, dass da jetzt so fucking viele Aliens gerade eben rausgekommen sind, habe ich jetzt noch überhaupt nicht so viele gesehen, oder? Nö. Ja, sind wir fertig? Hä? Ach so, jetzt muss ich. Ja. Da hätte auch ruhig eine Durchsage kommen können. Oder irgendeine Anzeige oder sonst was. Irgendwie. Nee, das. Das läuft gerade viel zu einfach, habe ich das Gefühl. Wieso glaube ich so ein bisschen, dass hier noch alles für den Arsch wird? Nö. I don't give a damn fuck, ey. Hä? Aha. Veräppelt ihr mich jetzt gerade? Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückdrehen? Ey, das ist Verarsche, oder? Ja, und jetzt? Woher weiß ich denn, was ich einstellen soll? Welche Koordinaten soll ich denn eingeben? Kann man das nicht irgendwo nachlesen? Koordinateneingabe 35, 75. Ja, was jetzt? Hä? Astromologs?
Ja. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. 35? 75. Ja gut. Dann gehe ich jetzt erstmal auf 35. War das jetzt 35, 75? Ja, ne? Ah, okay. War das jetzt richtig? Ah, okay. Ich musste erst auf die 35 gehen und dann musste ich erstmal links einmal draufdrücken. Und jetzt die 75. Das ist 70, dann müsste das hier 75 sein. Ja, war es jetzt richtig? Okay, hat's geklappt? Bitte? Das Ding da bewegt sich auf jeden Fall schon mal. Krasser Shield. Aussichtsdeck, was? Jetzt habe ich gar kein Ziel mehr. Was ist das eigentlich für eine spacige Satellitenschüssel? Was soll das bringen? Torrance! Torrance, hier spricht Ripley auf der Station! Können Sie mich hören, Relaine? Ripley, was zur Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum! Es ist tödlich! Sie müssen uns hier sofort rausholen! Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen! Bitte, Relaine! Wir können nirgendwo andocken, Ripley! Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung! Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Ja, immer gibt's einen Haken. Von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Der Torrance das Andocken ermöglichen, okay. Das hört sich jetzt für mich gerade so an, als wenn es bald geschafft wäre. Aber erstmal müssen wir wahrscheinlich jetzt zurück, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Achso, zu Ricardo zurück. Okay, okay, okay. Was war das gerade da schon wieder? Was war das da gerade für ein Loch? Das sah aus, als wenn da Säure irgendwie auf dem Boden wäre. Hä? Wo kommt denn der Shit immer her? Die Teile sehen anstatt wie Terminals sieht sehr aus, als wären das so Grillteile. Aber das Alien hat mich jetzt erstaunlich lange in Ruhe gelassen. Okay, das Bild sieht gut aus, oder? Bei mir sieht es gerade ein bisschen ruckelig aus. Oh, komm. Komm schneller. Komm schneller. Du kannst das noch schneller. Mensch, Amanda! Man muss das hier alles die ganze Zeit so aufblitzen. Boah, wie riesig dieses Teil eigentlich ist. Wir haben doch nicht mal 10% von dem Teil hier gesehen, oder? Boah, kiek dich einer an, was das für ein dicker Oschi ist, ey. Aber das muss ja, das ja, ist echt spannend, jetzt so zuzugucken, glaube ich, wie ich jetzt Slow Motion Walking zurückmache. Also diese Space Boots sind nicht made for walking, ey. Und das tun die auch nicht richtig. Oh, endlich. Wir sind angekommen. Nach gefühlt einem Jahr, ey. Bin ich froh, wenn ich den Anzug wieder aus habe. Komm, erstmal Anzug ausziehen. Aber wie mies das ist, dass die Tochter jetzt auch damit zu tun hat. Und wir speichern jetzt nochmal. So. Und mit dem Speichern, wir haben jetzt nicht wirklich so viel erreicht. So viel Action war es auch nicht, aber ich meine, storytechnisch ist das natürlich auch geil. Sage ich jetzt mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein! Kadutsch!